Hallo magitex freunde herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit der Mini-Tin aus der Magitex 101 2019-20 Kollektion von Tops. Und damit begrüße ich euch zu diesem neuen Collectors Video, in dem wir uns heute mal die Minitin aus der Magitex 101 Kollektion zur aktuellen Champions League und Europa League Saison von Tops anschauen wollen. Was drin ist, sehen wir, wenn wir einen Blick auf diesen kleinen Aufkleber werfen. 35 reguläre Karten, drei Glitzerkarten, sechs der Stickerkarten und eine limitierte Karte. Das soll Lionel Messi in Gold, Silber oder Bronze. Zu sein also insgesamt 45 Karten in diese Mini-TIN sie zunächst mal aus der Folie raus. Preis für eine solche Mini-TIN liegt bei 7,99 Euro. So ein kurzer Blick auf die Unterseite und sie macht optisch auf jeden Fall einen richtig schicken Eindruck. Jetzt schauen wir mal, wen wir daran finden. Wenn wir sie denn aufkriegen. Die ist echt mal ein bisschen hartnäckig. So, jetzt aber. Und es ist Lionel Messi in Bronze. Das ist also in dem Fall der schlechteste Treffer von allen dreien. aber dadurch lassen wir uns nicht ermutigen, sondern holen jetzt mal die Karten aus dem Plastikpäckchen raus. Und schauen uns zunächst mal die Limited Edition Card von Lionel Messi noch mal aus der Nähe an mit diesem wunderbar funkelnden Hintergrund. Zum einen erkennt ihr es am Farbton und zum anderen hier auf der linken Seite an dem Siegel, dass es sich um die bronzene Limited Edition handelt. So und dann wollen wir mal schauen, wenn wir noch alles in dieser Mini-Tin finden. Da haben wir zunächst die Base-Karten in Form der Klapio-Karte von Luis Diaz von Porto, kuku von Getafe ebenso wie Jaime Marta, der auch in Getafe spielt. Mason Mount, Nachwuchsstar in Chelsea. Dann haben wir Danilo von Porto. Oscar Melendo als Klapio von Espanyol Barcelona. Ide Militao als Young Player of the Season. Sauniges als Midfield Master. Und dann so bei den Spielern aus dem World Star Index von Tops angekommen. Mit Isco auf Platz 67. Ah, doch nochmal ein Clapio mit Wu Lei von Espanyol Barcelona. Und Diogo Jota, ebenfalls Klapio Wolverhampton. Superstar Striker Raul Jiménez von Wolverhampton. Und Teamkollege Adama Traoré als Klapio Dann haben wir noch den Shutout Superstar Augustin Marchese von Porto. Ruben Neves als Klapio. Sadio Mane als Collectors Team of the Season Mitglied. Und da ist wieder eine der World Stars mit Stefan de Frey auf Platz 83. Virgil van Dijk ebenfalls Collectors Team of the Season. Platz 79 Marcelo Brosovic. Dann Mosala Collectors Team of the Season. Quincy Promise als Club-Hero. Genauso wie Po Lopez. Marcel Sawitzer ebenfalls Klapiro und Kai Havertz als Young Player of the Season von Bayer Leverkusen. Dann geht es andersrum weiter. Nicolas Pipi, Klapiro von Arsenal. Jaden Sancho, Superstar Striker für Borussia Dortmund. Dani Cepalos, Klapiro Arsenal. Dilla Ali, Klapiro, Tottenham. Kian Mbappé, im Collectors Team of the Season. Genauso wie Kevin De Bruyne. Dann haben wir Memphis Depay Platz 80 des Tops star Index. Nochmal ein Klappio mit David Alaba von den Bayern. Lionel Messi gehört natürlich auch ins Collectors Team of the Season. Thiago auf Platz 76. Usman Dembele, Platz 71. Und jetzt kommen wir zu den Foil Cards und den sticker Deswegen packe ich den restlichen Berg schon mal weg. Macht das Ganze dann etwas leichter. Den Beginn macht Ederson auf Platz 50 für Manchester City. Dann haben wir Toni Kroos, Platz 38 für Real Madrid. Casemiro, ebenfalls Real Madrid, Platz 60. Und nach den Vollkarts kommen jetzt unsere Stickerkarten. Platz 23, Neymar von Paris. Dann haben wir den Golden Moment von Trent Alexander Arnold von Liverpool. Cristiano Ronaldo. Auf Platz 3 des World Star Index von Tops. Und das Platz 1 mit Lionel Messi von Barcelona. Platz 16 haben wir nochmal Trent Alexander Arnold. Und den Golden Moment von Kian Mbappé. So, an Topstars hatten wir die absolute Creme de la Creme dabei mit Platz 1 und 3 des World Star Index von Tops. Aus persönlicher Sicht, ansonsten die Minitin leider nicht ganz so erfolgreich. Zum einen, weil die Karten fast deckungsgleich waren mit dem 10-Booster-Unboxing, das ihr vor ein paar Tagen hier schon im Kanal sehen konntet. Und zum anderen wünscht man sich natürlich immer eine silberne oder goldene Limited Edition-Karte und nicht die den Minitins am öftesten beigemischte bronzene Limited Edition. Das aber natürlich reine Glückssache. In dem Fall hat man mal kein Packlack, wie es so schön heißt. Ansonsten findet man in dieser Mini-Tin genau die Special Cards wie in drei Boostern. Ein paar mehr Base Cards gibt es dazu und wie gesehen eine Limited Edition. Das ist sicherlich der entscheidende Kaufgrund für diese Mini-Tin, denn von den Base Cards hat man hinterher ohnehin so viele, dass es auf die paar mehr, die man hier in dieser Mini-Tin findet, nicht ankommt. Dennoch ein schönes Produkt, gerade auch optisch weiß es, die Mini-Tin zu gefallen, wie wir am Anfang gesehen haben. Wie ihr das seht oder was ihr sonst zu dieser Minitin loswerden wollt, das schreibt gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich da auf euer Feedback, genauso wie über ein Däumchen nach oben für dieses Video. Vergesst das Abo nicht, wenn ihr künftig nichts verpassen wollt, und dann sehen wir uns zu einem der nächsten Clips wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.